Jetzt sind wir erstmal mit KIZ in Oberhausen und wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu einem Soundcheck. Wie fühlt man sich da? Nervös? Ich hatte gerade ein Haar in meiner Suppe und ich habe es einfach aufgegessen. Das ist Punk. Ich nehme alles mit. Weißt du, ich rauche mein Leben und ich rauche auch den Filter vom Leben mit. Was ich mit euch noch gerne versuchen würde, wir müssen noch erklären, warum Nico nicht da ist. Nico spielt sich warm am Klavier, ja? Das macht man bei KIZ so vom Auftritt. Ja. Das ist richtig, ja. Also Nico hat jetzt auch Klavierunterricht und er lernt bei einer Bekanntin von uns, das ist die zukünftige Ehefrau von einem Freund von uns, der Geige spielt. Der hat auch schon auf Ohrfeige Geige gespielt? Ja, richtig. Und auf Neuruppin? Und der spielt in meinem Nebenzimmer Schönberg und Nico übt The Final Countdown. Im Tourblock von euch gab es was, wo er Klavier spielt oder was? Ich habe ihn doch letztens im Internet. Wir haben einen sehr guten Tourblock, den kann man sich auch ab und zu mal angucken. Wo ihr zum Beispiel Gegenstände im Supermarkt klaut oder halt Klavierspielen übt. Ja. Was man halt auf Tour so macht als Rockstar. Als Penner. Ich möchte ja versuchen, mit euch noch einen kleinen Jahresrückblick zu machen, soweit wir kommen, eure Hilfe dabei haben. Vorher muss ich aber ein paar Sachen mit euch noch ansprechen. Erstens seid ihr gerade auf Safe KIZ Tour. Warum muss man euch retten? Ihr müsstet doch theoretisch Geld scheißen können. Ihr seid ja nur auf Tour. Ihr habt das ganze erste Halbjahr 2010, glaube ich, auf Tour verbracht. Hier ist schon wieder eine. Und wenn ihr nicht auf Tour seid, dann legst du alleine auf oder dann tritt das Soundsystem auf oder was Bass ist irgendwo auf der Bühne. Ja, ihr seid nie zu Hause. Nee, eigentlich nicht. Also es ist zu Hause wird auch völlig... es gibt kein Zuhause mehr. Es gibt keine Familie mehr. Ich sehe Berlin nur noch so beim Vorbeifahren, vielleicht mal, um meine Wäsche zu wechseln oder so. Es ist vorbei. Es ist wirklich ein Leben auf der Straße. Deswegen sind wir auch bei Landstreicher-Booking. Klingt traurig. Ja, ist es auch. also was soll ich sagen? Wenn man wenig Geld hat, denkt man, Geld macht glücklich, weil man so viele andere Probleme hat. Man hat kein iPhone, kein Laptop und so. Und dann hat man Geld und hat dann sein iPhone und sein Laptop und was weiß ich was und merkt, scheiße, man ist ja immer noch, obwohl man alles gekauft hat, was man braucht, ist man immer noch unglücklich. Also haben wir die Schlussfolgerung gezogen, wir brauchen noch mehr Geld. Vielleicht wird sich das dann regeln und deswegen sind wir nochmal auf Tour gegangen, auch für die Weihnachtsgeschenke, weil wir haben ja einen großen Freundeskreis und ja, das kostet ja alles ein bisschen was. Ich schenke nur mir Geschenke. Ich schenke niemals. Also früher habe ich wirklich immer so meinen Freunden und Familie und all meinen Geschwistern und so. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich schenke mir nur noch selbst Sachen. Dann wissen wir jetzt, wie der moderne linksalternative Rapper gegen das System kämpft, indem er immer mehr Geld anhäuft. Ja, das genau. Ist auch unser all Cops are bastards. Wir haben halt, außer die im Schützengraben, die uns vor den beschützen vor den Fans. Und zwar wollen wir das ganze Geld, was es auf der Welt gibt, wollen wir für uns. Dann kann es keinen Schaden mehr auf der Welt anrichten. Genau, wir wollen halt die komplette Kapitalmasse der Welt bei uns vereinigen und somit die Herrschaft der Welt anstreben und dann Freibäder für alle. Ihr wisst schon. Der nette Nebeneffekt für Musikliebhaber von dieser neuen Weltordnung, die ihr da anstrebt, ist, dass ihr jedes Wochenende irgendwo live zu sehen seid. Und jetzt zum Beispiel auf der Safe KIZ Tour. Ja. Die wahrscheinlich schon wieder durch ist, wenn wir das fertig geschnitten haben, weil das eine sehr kurze Zusatztour ist, die ihr macht, um noch mehr Geld zu sammeln. Ja, also es ist jetzt eine reine Geldtour. Also es ist jetzt auch nicht, die Leute werden auch merken, dass wir auf der Bühne nicht so ganz dabei sind, dass da nicht mehr so viel Liebe im Spiel ist. Und aber so ist es halt. Es ist halt am Ende des Tages auch ein Job so. Und ich bin dann auch glücklich, wenn ich damit fertig bin. Nichts. Gut, zweites Thema, neben euren ganzen Live-Aktivitäten, was ich schnell mit euch abhandeln wollte, ist, was ist denn mit dem Album? Ja, wir haben jetzt 10 Songs oder so fertig gemacht, aber dann mussten wir halt wieder Geld machen und auf Tour gehen, das hat jetzt alles wieder unterbrochen und danach muss man sich auch erst wieder akklimatisieren. Ich denke so Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres, wir sind ja 4 Leute, da schreibt sich ein Album nicht so schnell. Man muss ja immer auf die Bedürfnisse der anderen eingehen und sowas. Und ja. Aber wir haben 10 Songs fertig. Das wird super. Und diskutieren. Bist du denn mal auf meine Bedürfnisse eingegangen? Hä? Niemals. Okay. Ich mach die Kamera kurz aus. Ich will kurz schlagen. Kurz küssen. Das Klima innerhalb der Band ist einfach zerstört. Wahrscheinlich dauert es deshalb so lange. Ja, man kann sich ja hier nicht wie in so einer Seifenblase irgendwie völlig isolieren, wenn draußen halt einfach der Krieg herrscht, dann schlägt es irgendwann auch auf uns nieder. Man merkt ja auch schon, dass
daran, dass Nico nicht da ist, dass bei euch irgendwas nicht so ganz gerade läuft. Aber jetzt, wo Nico gerade nicht da ist, ich habe gehört, Ty Jason, habt ihr vor Monaten mal gesagt, wird einen Großteil des Albums wahrscheinlich produzieren. Das bedeutet dann, dass was Bass seltener Beats beisteuert oder wie wird sich das aufteilen? Wisst ihr ja schon, bei den 10 Songs. Was Bass hat mittlerweile wieder ein bisschen aufgeholt im Ranking und es wird, glaube ich, sehr ausgewogen. Ja, wir nehmen jetzt eigentlich das ganze Album nur auf Klicks auf und am Ende geben wir das dem Produzenten von Culture Candela und ja, wir hoffen, dass es dann halt auch wird. Gutes Konzept. Das Endergebnis habe ich dann auch wieder im Internet gelesen auf Infokrieg. Da habe ich gelesen, dass das Ganze eher wie Hahnenkampf klingt und weniger wegen Sexismus gegen rechts. Das steht auf Wikipedia, genau. Wikipedia hat es gesagt. Euer kommendes Album klingt eher wieder wie Hahnenkampf und nicht wie Sexismus. Keine Ahnung, Alter. Es klingt wie das Horst-Wessel-Lied und die Marseillaise in einem auf so... Nee, es ist auf jeden Fall ein bisschen härter. Wir haben wieder ein bisschen mehr gerappte Refrains und sowas, weil das Artwork von dem letzten Album war ja sehr hart, aber der Sound war ja eher so kuschelmäßig, so für die Teenies, die Mädchen, die kleinen Mädchen, weil wir haben ja nur kleine Mädchen als Fans. Und jetzt wollen wir die kleinen Mädchen mal so richtig... abshaken sehen, die Tittenwacke, weil es sind wieder 3 Jahre ins Land gegangen seit dem letzten Album. Die sind jetzt alle 17 und da geht's ab. Jetzt können sie auch mal richtig Arsch pink zeigen und jetzt geht's ab. Man wächst mit der Zielgruppe. Aber jetzt mal abgesehen davon, ob ihr vielleicht früher mal mehr Schimpfwörter als auf dem letzten Album verwendet habt, war es doch kein kleine Mädchenalbum. Das war doch... Ich glaube, rein schimpfwortmäßig haben wir mehr bei Sexismus gegen Recht. Ja, also wollte ich mal sagen. Wir sind natürlich in so einem politischen Kontext vielleicht mehr, aber eigentlich haben wir mehr Brutalität. Wir haben jetzt wirklich von der Musik gesprochen, also von den gesungenen Refrains, von den leichtfüßigen Beats über die süßen Melodien. Ja, also Hurensohn und Missgeburt und Untermensch sagen wir natürlich auf dem neuen Album auch. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Das ist alles dabei. Ja. Ist was bei für den Hurensohn und den Untermensch. Ja, weil wir interessieren uns ja für alle, weißt du, wir interessieren uns für den Abschaum. Und den werden wir auch diesmal wieder behandeln auf dem Album. Wird mit 1000 Genres gespielt werden oder geht es mehr in die Richtung ganz normal Rap? Das wird ein ganz normal langweiliges Rap-Album. Ja. Stinklangweilig. Muss man sich auch nicht unbedingt geholt haben. Ja. Kann man doch downloaden. Ja, kann man auch downloaden. Erstmal probeweise und dann kaufen, wenn man spenden möchte. Mhm. Ja. Ja. Von den Rohlingen. Und inhaltlich werden wieder sämtliche weltbewegenden Themen ironisch verpackt oder spart ihr euch das? Und ja, also es gibt natürlich wie immer einen Song für den toten Kumpel, die Mama, was gibt's noch immer? Den sozialkritischen Song natürlich, wo die ganze Welt dann wieder bezweifelt wird, Nahostkonflikt, klar, alles drin. Also wie gesagt. Okay. Wir haben, glaube ich, definitiv alle Fakten aus euch rausgezogen, die es zum Album bisher schon gibt. Außer eins, wie wird das Ding denn heißen? Habt ihr euch schon demokratisch geeinigt? Wir wissen noch nicht so genau, ob wir es Mucke zum Staubsaugen nennen sollen oder doch, ach egal, scheiß drauf. Wir haben ein paar Ideen, aber es ist doof, das alles so früh zu verraten. Ja, das muss dann schon KIZ.de, aka Rap.de als erste News bringen, weil das ist unser Zentralorgan. Das sehe ich ein, ihr gehört ja heute dem Steiger. Ja. Und sagst mir noch kurz den Titel, wenn Tarek nicht hinhört? Nein, es gibt noch keinen Titel. So einfach ist es. Es gibt noch keinen Titel. Wir haben so ein paar Ideen, aber es ist noch nicht entschieden worden. Vielleicht nehmen wir das Album 5 oder so. Macht eine Abkürzung und denkt euch später einfach 15 Sachen aus, was es bedeuten könnte. Stimmt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Quatsch, meine Idee. Gut, was ich jetzt noch, nachdem ich alles über das Album erfahren habe von euch, mit euch anfangen würde. Wir arbeiten gerade an unserem Jahresrückblick, ja? Mhm. Dabei könntet ihr jetzt helfen. Ich habe ein paar Sachen rausgepoolt. Ihr sagt, was wichtig ist und äußert eure Gedanken dazu als politisch aktive linksalternative Rapper. Okay?